Hallo, das ist Susi hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge. Alle sind 54, alle sind gut drauf. Heißt, wir gehen jetzt in die Arena rein. Hallo. Hi, wie geht's? Oh, verarscht. Ja, sehr witzig. Na? Ich weiß, dass du nicht die Arena-Leiterin bist. Ich kann den Namen. Panzer Aeron. Ich musste nachdenken, ja. Wenn ihr mich trollen wollt, dann zeigt mir einfach Bilder von dem Ding da und ich werde den Namen echt nicht erraten. Nein, Sternschauer, mich doch nicht. Wie kannst du es wagen? Ja. Fiona, die auf immer so verdammtes Eng. Dörp zu bleiben. Tut mir ja schon irgendwie leid. Aber gut. So, tschüss, Panzer Aeron. Tschüss. So, was hast du noch im Angebot? Pikachu. Ja, das ist was für Norb. Ich muss arbeiten, ich will nicht arbeiten. Ich will nicht arbeiten, außer da steht was Starkes, gegen das ich arbeiten will. Das willst du mich verarschen? Ein wenig, ja, ich merk's. Und du machst trotzdem eine 7. Ich dachte, du bist angepisst. Nee, belassen wir es dabei. Du hast eine 7 gemacht, ich bin stolz auf dich. Gut gemacht, Norm. Hast du doch was für Norm ein Angebot? Fast. Fast etwas für Norm. Da ist eher was für Brandy im Anmarsch. Hallo, Georg. Ich überlege immer noch, ob ich die Pokémon-Liga ein zweites Mal machen muss, ob ich gleich gegen Red kämpfen kann. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Verdammt! So viele Fragen! Aber bis dahin ist eh noch ein langer, langer Weg, weil... Ja, wir haben, ich glaube, jetzt 4 Orden von 8 hier aus Kanto und ja. Linda wurde besiegt. Oh, ich habe verloren. Ja, das hast du. In der Tat. So, bitte einmal an dir vorbei. Du möchtest doch bestimmt auch kämpfen. Hallo! Ich bin Janine! Ha! Was? Wo hast du gewusst, dass ich real bin? Was? Du hättest mich ja fragen sollen, wieso wusstest du, dass ich es nicht bin? Egal. Du hast nur ein Pokémon, sehr schön. Hi. Das finde ich jetzt irgendwie nicht ganz so cool für unsere Fiona. Was soll's, sie schafft das schon. Wenn wir jetzt denken, du bist doch viel zu überlevelt. Dann wartet mal, bis wir gegen Red kämpfen, wie ich da noch aufleveln muss, heilige sonst was. Tschüss. Tschüss, mein liebes Rosana. Auf Wiedersehen. Ich weiß ja auch die Reihenfolge von der Arena hier nicht, wie man sie eigentlich machen soll. Naja, egal. So. Hi übrigens. Ich bin Janine. Nein, du bist nicht Janine. Du bist ein interessanter Junge, der interessant ist, weil ein Picknicker ist, aber du bist definitiv nicht Janine. Das ist definitiv auch kein Gift-Pokémon, das ist ein Tauros. Das findet Fiona wiederum nicht ganz so schlimm, denn Fiona findet Tauros... Oh nein. Denn Fiona findet Tauros zum Antanzen. Nein, wie findest du das? Bäm, rosa Blütensturm. Stirb daran. Wow, du tust es wirklich, ich bin begeistert. Ja, Fiona, du rockst hier gerade durch. Was ist los? Denkst du dir so, ich muss doch kein Kiefler oder Blubella sein, damit ich was rocke. Ich bin so schon cool genug, Mann. Ja, was bist du? Und du da? Nein, du bist die Falsche. Du bist die Richtige hier, ne? Oder? Nein. Gotcha, Sucker. Wieso wird man im Englischen bei diesem Spiel eigentlich dauernd beleidigt? Was soll der Mist? Alice! Das finde ich nicht nett von dir. Und von deinem Elekid auch nicht. Fiona, zeig dir mal, was du mit kleinen Baby-Pokémon machst, wenn sie dich beleidigen. Du zerschneidest sie ins Behälften. Richtig. Siehst du, du findest dein Baby-Pokémon immer noch niedlich. Oh. Oh ja. Yeah. Okay. Ja, ich möchte mein Pokémon wechseln. Norb.
Ich habe Arbeit für dich. Ich bin ein X-Bahn. Das passt sogar in die Arena und zwar sogar ziemlich gut. Nur bitte einmal Steinchen nach diesem... Oh, es ist schneller. Gut, das ist kein Wunder, X-Bahn, das ist verdammt schnell. Bitte werf einmal Steinchen nach dem Ding. Das hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ich wette, es ist tot. Das hast du super gemacht, Norb. Ich bin begeistert. Na, du räumst dir die fetten Erfahrungspunkte ab. Sudo Wudo, du kannst draußen bleiben. Hi. Na? Wie findest du das hier? Ich dachte, es geht nur bis 5 und nicht bis 4. Wow. Norb. Norb, das war echt... Nee, das war echt uncool, Norb. Also, ich bin gerade echt enttäuscht von dir. Du hast gemerkt, dass ich enttäuscht bin? Sehr gut, Norb. Das macht es jetzt trotzdem nicht besser. Ich war gerade echt enttäuscht von dir. Du hast mir etwas gezeigt, was ich nicht für Möglichkeiten hätte. Intensität kann unter 5 gehen, also... Wow, das musst du jetzt erst wieder gut machen. Das ist echt nichts verkraften. So, dann bist du... Doch, du bist der Richtige. Ja, doch, du bist der Richtige. Dann lass uns kämpfen. Ich liebe die Rainerleiter-Musik. 5 Gottchen. Hi. Na? Fiona, ich wäre dafür, du tanzt es einfach mal um. Da kann ja nichts Falsches bei rauskommen. Und ich gucke währenddessen E-Mails auf meinem Handy nach, weil man muss eh warten, bis die Attacke durchgelaufen ist. Oh nein. Gerade schrei ist uncool. Sehr uncool sogar. Ich hab keine E-Mails. Okay, ja, du machst das weiter. Dann gucken wir, was als nächstes kommt. Bam! So. Sehr schön. Was kommt jetzt? Was hast du noch? Hutut! Ja, bitte. Da darf Norb wieder. Norb, du hast mich so enttäuscht. Du musst jetzt echt mal zeigen, was du kannst, du, ne? So. 9 und 3. Was zur Hölle? Level? Komm schon. Also, Norb, echt, ich war echt enttäuscht von dir, ne? Aber du musst mir jetzt echt beweisen, dass du es drauf hast. Ja, das war nur ein Hut, ne? Du musst es mir wirklich richtig beweisen. Cubone, ja, das ist schon eher was. Das war auch nur ein Tragosso, was soll's. Also, Norb, ich warte. Was wolltest du mir zeigen? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Jetzt. Oh Gott. Gut. Na, no, das war's für dich, für diesen Kampf. Obwohl, nein, scheiß drauf, Moment. Ich kann dich heilen. Sind wir doch nicht ganz so pissig. Ach, du Heile, wieso kann ein Tragosso explodieren? Kann mir das einer logisch erklären? Ich möchte jetzt von euch eine Erklärung in die Kommentare, bitte, wenn es möglich ist. Wieso ein Tragosso explodieren kann? Ich will jetzt nicht von unveränderten Movesets. Ich will eine logische Erklärung, warum ein Tragosso explodieren kann. Dankeschön. Hallo, Nachtara. Nachtara, hast du schon mal Bekanntschaft mit Norbs Intensität gemacht? Norb hat heute zwar einen... Ja, nicht ganz so guten Tag, aber... Tut trotzdem weh. Norb, bitte. Wow, Norb, danke! Das war angenehm. Ich dachte, du haust noch eine 6 raus und wolltest mich mit 666 überraschen, aber... Ich weiß nicht, was du vorhast. Wolltest du mich einfach nur mit der 10 dann schocken? Norb, du kannst alles wieder gut machen. Guck mal, ein kleines, lächerliches Pikachu. Ich glaube an dich. Was? Level 33? Was zur Hölle? Ach, da kam die Idee, hätte vorher kommen sollen, ne, Norb? Ich weiß schon. Du bist auf der bösen Seite der Macht gelandet. Ja. Tschüss, Johnny. Du bist sehr stark. Du hast definitiv gewonnen. Hier ist der Seelenorden. Nimm ihn. Dankeschön. So, fehlen noch Pyro, ich glaube, Green. Und dann können wir... Ach ja, und Rocco noch. Da war ja was. Ja. Wobei ich keinen Bock habe, über die Seeschirminsel zu Dings zu gelangen.
Pyro, weil ich keine Lust habe, einfach durchzugehen. Ich... Ups, ein bisschen da rein, ein bisschen da. Die hat grüne Haare. Haben die immer grüne Haare? Was? Die haben rosa... Ach, verwirrt. So, Moment. Moment, das haben wir gleich. Du fliegst, bitte. Nein, 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 nein. Ja. Einmal dahin, genau. Dann sind wir hier. Wer ist vorne? Fiona, glaube ich. Muss ich gar nicht nachgucken, ich bin sogar ziemlich sicher. Dann wollen wir zu diesem schlafenden Relaxhö. Relaxhö. So, einmal das Pokégear. Moment. Das könnte ein bisschen dauern. Hallo? Ach, da. Places and people brought to you by DJ Lil. Let's all sing. Da, genau, das habe ich gesucht. So. Mein liebstes Relaxo. Wach bitte einmal auf. Hi. Na? Es ist sogar wirklich ein Relaxo. Wow. Level 5. Oh, du Scheiße. Was? Ach, du Scheiße. Ich will das Item, das er trägt, haben. Das heißt, ich muss es unbedingt fangen. Ja, Leftovers, genau. Fiona, hör mal auf damit. Ich habe eine bessere Idee. Und bitte töte es nicht, Fiona, okay? Bitte. Du musst mir nicht beweisen, was für ein geiles Duflo du bist. Bitte töte es einfach. Oh, das war's schon. Das ist... Ach, komm. Ganz ehrlich, wofür brauche ich den sonst? Komm. Da kannst du gar nicht raus, Relaxo. Das ist ein Meisterball. Das ist mein Relax. Es ist ein Mädchen, oh Gott. Ah, gut. Schön. Ich meine, wofür brauche ich das? Ganz ehrlich. Ich habe mein Team. Ja. Du bist... Moment. Susanne, das Relaxo. Ende. So, die Überreste kralle ich mir dann demnächst. Was ist das für eine Route? 11. Verdammt, ich wollte nicht kämpfen. Das siehst du, das kommt davon. So, bababababab. Ich wollte nicht gegen ihn kämpfen. Ich will hier einen Pokémon fangen. Genau sowas hier. Sleep Powder, das machen wir jetzt auch ein bisschen schneller. Das sollte nicht schwer zu fangen sein. Use, oh, danke. So. Ja. Du bist eine... Mandy. Mandy ist so ein hässlicher Name, ne? Weil die Mandy heißen, es tut mir leid, ich finde den Namen nicht gerade hübsch. Klingt für mich wie ein Name. So, Pokémon gefangen. So, jetzt aber. Jetzt fahren wir durch die Dicta-Höhle. Und fangen uns ein Dicta. Ha! Witzig, wenn. Klar, wir fangen uns ein Bisaflor, ist klar. Noch irgendwelche Wünsche spielen? Level 6! Ja, ist klar. Hier. Fang. Sorry, ich finde das gerade so witzig, dass ich den Ball werfen musste. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Ja, hat ein bisschen gedauert, musste wieder zuschrauben. Hab hier nur Milch stehen gerade. Dürfte ich eigentlich ohne Lactostop gar nicht trinken, aber egal. Das ist es mir wert. Wie süß. Ein Level 6 Bisaflor. Das ist ja niedlich. So, einmal das hier. Komm, bleib da drin. Ich muss unbedingt einen Level 6 Bisaflor haben. Ist ganz, ganz wichtig. Komm, ich spule das mal ein bisschen vor. Vielleicht bleibt es ja doch drin. Nein, nein. Es ist aufgewacht. Na komm. Nein. Nein, doch. Wow. Geduld hat sie aus. Haha, Geduld. Ein bisschen Junge, ne? Willkommen im Teensalat.
Was ist ein Team? Ja gut, willkommen einfach, ne? Salat. So, weiter geht's. Ist da ein Item? Das darf ich nicht benutzen! Verdammt! So. Jetzt aber. Route 2. Warum ist die Musik hier so wie beim Forest noch? Das macht keinen Sinn. Ein Pokémon, hi. Ein wildes Mashok. Das will ich nicht mal haben. Was ist der Leveler der Pokémon. Ich bin begeistert. Na komm, töte es. Was? Du bist ein... Du kämpfst sogar. Wow, tschüss. Nö. Tschüss. Tschüss, habe ich gesagt. Ich bin verwirrt. Egal, tschüss. Und tschüss. Ich wollte nicht kämpfen, tut mir leid. Meine Güte, Keifel. Gehen Sie mir aus dem Weg. Ich wollte einfach nur den Pokémon Center und hier schnell durch. Okay, reicht jetzt wieder. Klug, umgeeiert. Machen wir noch schnell diese Arena. Einfach weil wir es können. Hallo, na? Ich muss trotzdem gegen dich kämpfen, oder? Ja, verdammt. Schnell wird dann wohl doch nichts. Ja, ich bin bereit. Was habe ich denn gegen Schia? Ja, gut, ich könnte nur auf an die Spitze setzen, dann kann er mir nicht so sehr wehtun, glaube ich. Gleich, also Rocco mal nicht. Ditto! Geil! Hi, wie geht's? Hey Ditto, kennst du schon Fiona? Fiona möchte dir gerne zeigen, wie sie den Blütentanz tanzt. Fiona, Blütentanz! Warum ich immer Blütentanz ist, das ist wohl eigentlich Blätterstumme heißt, glaube ich. Aber Blütenstumme eins von beiden. Bam! Tschüss, Ditto! Yeah, Fiona ist Level 55 erreicht. So, Camper Jerry wurde besiegt. Oh yeah. Was? Keine Ahnung. Hi! Oh, ich wollte das Pokémon tauschen. Wow! Es ist nicht oft, dass wir Jaden vom Johto hierher bekommen. Ich bin Rocco, der Leader von Marmoria City. Ich bin ein Experte, was Stein-Pokémon angeht. Meine Pokémon sind für die meisten physikalischen Attacken unantastbar. Na, mal gucken, was du hast. Fünf Poke. Wow, voll das gefährliche Pokémon. Mann, Fiona erzittert schon vor Angst. Nicht wahr, Fiona? Ja, genauso habe ich auch gezittert. Noch irgendwas Interessantes im Angebot? Okay. Nee. Das kann jetzt in die Hose gehen, das kann aber auch funktionieren. Aua. Scheiße. Okay, Fiona, das schaffst du, das überlebst du, ist kein Problem. Das war ein Critical? Ja, ist kein Problem. Bleib draußen. Pff, ist lame. Kann dir nichts. Aber du kannst ihm was, nicht wahr? Ja, fast. Wenn Pech am Hanna, nein, er halt nicht. Er hat für Real Tech benutzt, genau. Obwohl, nein, er hätte doch noch. Deren hätte er jetzt vor meiner Attacke geheilt. So muss man das sehen. Entschuldigung. Ich habe mich vertan. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Dan, ich habe eine Aufgabe für dich. Es gibt leider nichts zu essen. Oh. Dafür. Darfst du aber einen Kampf-Pokémon auf die Klappe hauen. Yeah! Findest du gut, ne? Finde ich auch gut. Gib High Five, Dan. Oh, du hast keine Hände, ne? Du hast nur Flügel. Gib Flügel, Five, Dan. Gut, Dan. Tschüss, mein liebstes, Nocturne. Mein Freund irritiert mich gerade. Was möchtest du, Schatz? Das sind meine Cornflakes. Das sind aber auch... Das sind aber auch meine... Ja, okay, ich esse sie jetzt auch. Gibst du mir meine Cornflakes bitte wieder? Hör auf, dann machen wir gleich Mittagessen. Jetzt stell das... Ja, wir machen gleich Mittagessen. Stell es wieder hin. So, Sidra, okay. Au! Ja, du hast mich am Köpfchen geklappt. Hallo. Seemon, hörst du jetzt bitte auf, damit das irritiert? Dankeschön. Nein. Nein. Jetzt schützt es sich selber. Alles deine. Was hast du jetzt runtergeschmissen?
Okay. Ach, Gottchen. Mein Freund, ne? Ein bisschen komisch, ja. Hörst du jetzt auf, dich selbst zu schützen, du beknacktes kleines Seemon? Ich bin gleich auch mal beknackt und klein. Mann! Ich muss ihn, glaube ich, gleich mal verprügeln gehen. Mit einer Kampfgröße von 1,58. Und du beknacktes Vieh! Ich knatter dir gleich mal einen Flügel gegen den Kopf. Meine Güte, hier, friss das, geh mir nicht auf die Nerven. So. Toll. Surf mein Dan ich gegen die Wand. Und surf ich dich mit Brandy gegen die Wand. Ist gut, jetzt reicht. Genug Schaden gemacht. Mein KI vom Gegner. Protect! 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 Ja. Und was ist noch? Norb, du darfst. Du hast dazu keine Verbindung aufbauen können, weil du erst später ins Team kamst. Du musst bedenken, Brandy hat eine Verbindung dazu. Weil kannst von Anfang auf. Warum kann ein Omod in einer Gesteinsarena Surfer? Okay, es reicht. Es reicht. War genug Schaden. Danke. Das muss mir erstmal einer erklären. Warum ein Omod? Jetzt kommt bitte mit nicht veränderte U-Movesets, okay? Warum ein Omod in einer Gesteinsarena Surfer kann. Gut, ich war gerade dabei, warum er keine Verbindung zu Fred hat. Die Anna schon. Brandy kannte ihn von Anfang an. Genauso wie Anne. Und, Dings. Und Oscar. Und Fiona. Und. Moment, wen haben wir noch im Team? Ja, Dan und Norb halt, ne? Norb kannte es noch nicht. Und Dan tritt für Fred ein. Ja, gut. Und. Das war gerade echt gemein. Das machst du nie wieder, Rocco. Es war Trolling auf dem besten Level. Aber gut, Leute, wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.